Verwechselst du uns schon? Ja, komm, sonst willst du jetzt nicht dahin, weiß ich gar nicht. Also, ja, jetzt ist Wetter. Hallo, Edgar. Grüß dich. Hey, du bist jetzt ja schon zweifacher Großvater. Da kann man schon mal so einen senilen Moment haben. Ha, das kommt ja dann den Eltern die ganze Zeit vor, gell? Also dann kommen wie heißt jetzt noch was? Oh, weia. Hallo alle zusammen. Grüße wieder von Toowoomba, Australien. Tja, jetzt haben wir richtig schönen Winter. Oh, das freut mich hier so. Also in Deutschland habe ich das immer so verpasst, wenn man dann nach Australien kommt. Und wir waren dann an der Küste. Ja. Was für ein Winter. Ach du meine Güte. Ach so, dir das ist so 20 Grad oder 18 Grad. Und die meinen, oh, das ist so kühl. Ja, man, das ist doch kein Winter. Aber jetzt haben wir 5 Grad, 4 Grad. Ja, also jetzt gerade eben sind es, glaube ich, 10 Grad. Ach so. Ja. Deswegen haben wir einen Pulli an. Ja, ja. Nee. Hm, worüber reden wir heute? Also, schwätz mal einfach mal über Gott im Alltag. Also, wir sagen ja immer, oh, jetzt gehe ich ja zur Kirche und höre was von Gott. Und das ist irgendwie da an der Kanzel und man hört erst, ach, das ist ja schön. Und dann geht man wieder nach Hause und vergisst alles. Nämlich, man meint, irgendwie ist Gott eigentlich nicht da im Alltag. Aber er ist ja genau da, wo wir sind, jeden Moment. Ja, und Summit, das ist wahrscheinlich ein Aspekt von unserer Kirche, der mir am meisten gefällt. Wir haben jetzt praktisch Kirchenmitglieder, wenn was im Alltag ist, das Erste, was sie machen, ist, dass sie beten. Ja. Auch die Kinder. Das Erste, wenn irgendwo ein bisschen Problem ist oder so. Anstatt das immer das Letzte. Weißt du, das ist ja dann immer das Problem. Ah, wir haben alles versucht und dann haben wir darüber gebetet. Ja. Aber du sagst, nee, wir sind eigentlich jetzt gewöhnt. Fang an mit dem Gebet. Und manchmal ist es manchmal macht Gott ein offensichtliches Wunder und manchmal musst du mal ein bisschen hinschauen. Aber die letzte Woche sind so viele von wieder zu Zeugnisse gekommen. Ich gebe dir zum Beispiel, eine Familie mit 3 Kindern, das jüngste Kind ist ein Sohn und der hat sein Fahrrad weggegeben und weil jetzt das Ganze mit dem Virus ist, konnten sie kein neues Fahrrad kaufen, jetzt wollten sie es irgendwie gebraucht kaufen oder so und das war furchtbar schwierig, ein Fahrrad zu kriegen. Und dann haben sie gesagt, ach, beten wir drüber und so. Und dann haben sie zu dem Sohn gesagt, und sei spezifisch, was für ein Fahrrad willst du? Genau, was willst du? Dann sagt er, ich will, dass es grün ist. Ja. Ich will, dass es die Marke ist. Ich will, dass es so viele Gänge hat. Der hat die ganze Liste gehabt. Ja. Nach dem Gebet geht der Vater sofort ins Internet und genau das Fahrrad gab es da. Aber genau das Fahrrad. Und dann gleiche Beschreibung. Dann tut er eine E-Mail hinschreiben und sagen, ja genau. Hat alles nach der Liste. Schickt eine E-Mail zu dem Besitzer hin und kauft zum selben Tag. Der es verkauft hat, die Anzeige war vielleicht gerade 5 Minuten, 10 Minuten. Auf dem Internet. Kurz? Ja, es war praktisch genau in dem Moment. Und der hat schon 6 E-Mails bekommen von 6 verschiedenen Leuten, die es kaufen wollten. Und er wusste nicht warum, aber er hat einfach sie rausgesucht. Und dann hat er so ein Fahrrad gekriegt. Aber. Und jetzt kannst du sagen, Zufall. Zufall, oder? Aber du kannst auch sagen, also, ich habe so das Gefühl. Gott hat geschmunzelt. Ja, ich glaube, das ist nicht so. Ja, und ein Kind lernt, wenn du betest, Gott hört eigentlich zu und kann solche Dinge machen. Aber nicht nur das, wenn du betest, sagst genau, was du willst. Also, der hat ja gesagt, grün mit so und so und dies und das, guckt er da und dann da ist es 5 Minuten erst drauf, kauft es. Ja. Und 6 andere wollten es, aber das war jetzt deins. Das, das ist ja toll. Ja, ich finde, das ist toll. Das ist toll. Und nochmal das letzte Woche Zeugnis. Und das ist nochmal ein bisschen krasseres Zeugnis. Also wir haben eine Familie in der Gemeinde, die haben nicht sehr viel Geld. Also da ist das Geld immer sehr knapp. Jetzt haben sie irgendwie geschafft, einen gebrauchten Kühlschrank zu kaufen. Ah ja? Und der Kühlschrank, den haben sie dann heimgenommen. Und der Kühlschrank passt jetzt nicht in das Loch oder was? Genau, in der Küche. Also die passt nicht in die Küche rein. Das ist praktisch so viel zu groß gewesen. Ah, das ist Brett denn da? Ja, oder der Schrank und so. Ja. Und sie haben alles versucht, dann haben die Räder abgenommen. Und so, aber es war immer noch zu groß. Und wirklich alles probiert und es nicht geklappt. Dann waren sie halt enttäuscht, ein bisschen entmutigt. Ich glaube, der Mann hat sich sogar hingelegt und dann sind sie einkaufen. Aber sie haben gebetet.
sie haben gebetet und haben es vor Gott gebracht und so. Und dann kommen sie heim, der Sohn sagt, der misst es, oh, es passt. Aber er hat so lange gemacht. Ja, er hat die Breite gemessen. Ja. Breite hat immer gepasst. Ja. Die Länge hat nicht gepasst. Ja, hat er gesagt, ja, probier es. Hm. Ja, und dann haben sie gesagt, ja. Aber wegen dir machen wir es nochmal. Wegen dir, dann kann der Sohn sehen, selber sehen, dass es nicht passt. Und dann schieben sie es und schieben es rein. Aber schieben es rein. Reingegangen. Reingegangen. Also das ist wild. Ich habe also vor kurzem die Geschichte gehört von den Fahrern, mit denen wir die ganze Zeit immer zusammenkommen. Und der hat gesagt, also die waren da im Garten, haben also alles schön gemacht. Und der Ehering, ja. Verloren gegangen. Irgendwo haben die ganze Zeit nachgeguckt, hier wo wir so was gemacht haben, alles nachgeforscht, nichts. Ja. Haben nicht mehr gefunden. Ja. Haben sie auch gebetet. Ja. Und irgendwie hat er das Gefühl gehabt, oder gesagt, also morgen wirst du es wieder sehen. Am frühen Morgen steht er auf, geht an die Haustür, macht die Haustür auf und da ist der Ring. Ja. Auf der Matte. Auf der Matte? Ja. Ist das nicht toll? Ja. Also manchmal überrascht Gott uns. Du kannst natürlich jetzt total skeptisch sein. Oh, Zufall, vielleicht hat denn irgendjemand glitzern sehen im Garten und dann gelegt oder so. Aber da kann man irgendwie alles kaputt machen. Ich meine, wie Gott das Gebet antwortet, kann man ja ihm überlassen. Aber er antwortet Gebet und manchmal ist es wirklich... Aber ich glaube, manchmal wisse gar nicht, dass es in dem Alltag... Also... Oh. Du meine Güte, ich hab noch eine andere Geschichte, wo wir, also Gott sieht ja, also wir sehen manchmal nicht, wo es ist und Schlüssel, ja, weißt ja, du, ja, ja. Die ganze Zeit einen Schlüssel für ihn oder was weiß ich, weißt du, wo ist der Schlüssel jetzt schon wieder? Ja, ja. Aber wir hatten Freunde, die kamen von weit her und waren dann bei uns, haben einen Mietwagen gehabt, also waren dann Hallo, Kaffee, Kuchen, es wurde ein bisschen dunkel, wieder zurück zum Auto. Ja, wo sind die Schlüssel? Ja, ja. Ach, ja, oh, die müssen wir wahrscheinlich ja, in der ja. Stube gelassen haben. Ja, ja. Also gehen sie zurück. Nee, nirgendwo. Gucken alles. Also, ja. Genau, wo ja. Könnte das sein? Irgendwo muss es jetzt auch ja, sein. Ja, dann gehen wir hin und her ja, über den unten, Weg. Der muss doch hier sein. Irgendwie die ganze Zeit. Es war jetzt schon dunkel. Ja. Und dann haben wir gedacht, oh, da haben wir auch gebetet. Also Gott, du weißt ja, wo sie sind. Ja. Sie waren nicht im Auto eingesperrt. Sie ja. waren nicht zu Hause. Irgendwo ist nicht. Da waren wir dann am Auto, weißt du, und haben gebetet und haben gesagt, also Gott, du weißt ja, wo sie sind. Ist ja egal, ob wir jetzt das ADAC anrufen und sagen, genau, mach mal das auf. Ja. Wir haben ja keine Schlüssel. Ja, ja, ja. Und dann plötzlich, also der Mond kam dann gerade auf, weißt du, und schien übers Dach. Ja. Und da oben waren sie. Ja, ja. Die ganze Zeit. Also, als ob Gott die Funzel, die Leuchte da hingeschaut. Na, aber das stellen wir vor, die waren bei uns. Ja. Und das ist also, da wo wir waren, ist also, das ist eine Schule, da sind also viel Verkehr, viele Leute. Und es ist also nicht so, dass wenn du die Schlüssel da drauf hast, dass es dann, jeder könnte da reinkommen und sagen, okay, guck mal rum, keiner, das ist jetzt mein Auto. Ja, da fahre ich dann mal. Da bist du nochmal so bewahrt worden. Und das irgendwie ist, wo du es versteckt. Ja. In dem Sinne, dass keiner, selbst wir haben es nicht gesehen, ja. bis wir gebetet haben. Also dann hat Gott gesagt, also okay, da sind sie. Ja, ja und ich meine, das bedeutet ja ziemlich viel in dem Moment. Und dann, ja, man kann es auch wieder abtun. Ich habe da auch noch mal eins. Ich bin mit einem Fahrerkollegen schwimmen gegangen an der Küste. Und die Brandung war ziemlich heftig. Und der hat eine brandneue Brille gekauft. Und seine Schwester hat schon gesagt, ah, die ist $700 teuer, geh nicht mit der schwimmen, wenn da jetzt die Wellen waren zu stark, wenn eine große Welle kommt, da ist sie weg. Nee, nee, das passt schon. Wir wissen besser. Passt schon. Ja, und nach 5 Minuten kam halt eine extra Welle und dann war sie weg. Aber, und dann findet man sich ja gar nicht. In der Brandung weiß es. Ich habe es dem Nicht-Christen erzählt, habe ich gesagt, war sie halt dann weg. Dann habe ich ihm gesagt, dann habe ich gebetet, dass Gott uns die Brille finden lässt. Da hat er nur gelacht. Was für eine verrückte Idee. In der Brandung findest du nichts mehr. Also es ist praktisch, ja, wir warten halt da so rum und jeden Moment denke ich, Gott, ich greife jetzt hier rein und du führst meine Hand, ich finde die Brille. Ja, aber nichts. Nichts, nee. Wir haben dann auch nicht furchtbar lang gesucht.
Weil es ist ja hoffnungslos. Ja, ja. Es kannst du vergessen. Und dann waren wir halt noch ein bisschen länger am Strand und dann sind wir halt gegangen. Aber ich habe gebetet und gesagt, Gott, die Brille. Und dann drehe ich mich ein letztes Mal um. Hast du irgendwie so ein Gefühl gehabt? Ah, nee, ich hab richtig gebetet vom Herzen. Ja, ja. Denke ich, Gott, die Brille, gib sie uns. Und ich drehe mich ein letztes Mal um, da steht da irgendwie, ich glaube, eine Frau mitten in der Brandung mit dem Arm oben und in ihrer Hand hat sie die Brille. Aber. Ja, hat sie praktisch im Schwimmen irgendwie ergriffen und hat jetzt gesucht, wem sie gehört. Nein. Und das ist, wo ich mich zum letzten Mal umdrehe. Ja. Und dann dem ich es erzählt habe, der hat genauso reagiert. Nee, also das ist schon ein Wunder. Also kannst du... Man sollte sich eigentlich von Gott überraschen lassen. Ja. Ja, wir können die ganze Zeit sagen, also Gott ist nur für die Kirche und für was im Kopf hat. Ja, okay, Gott hat mich lieb, aber so ansonsten, genau, was soll es denn? Aber wenn du sagst, nee, Gott hat dich lieb. Ja. Dich. Ja. Ja, Edgar. Ja. Und Gott ist in deinem Leben und jeden Tag. Irgendetwas. Ja. Mach mal deine Augen auf und sehe, was Gott für dich macht. Und wenn man fürs tägliche Brot beten kann, ja, genau. Dann kann man auch für eine verlorene Brille beten. Und dann kann man, oder einen Schlüssel, oder dass das Kind sein Fahrrad bekommt, oder dass der Kühlschrank passt, oh, oder ich, so. Also Edgar, ich sagte dann nochmal eins. Also, ich habe ja ein bisschen manchmal darüber, also muss ich sagen, gespottet und habe gedacht, ach, so ein dumm Zeug. Jetzt weiß ich, was kommt. Ja, genau. Also, und da waren wir dann auf der Sonnenscheinküste. Gell? Und da ist ein großes Kaufhaus. Und also da, wo man parkt, das sind endliche Etagen. Und Penny, meine Frau, hat dann die ganze Zeit immer gesagt, also so, da sind viele Touristen und viele andere Leute und es ist immer so schwer, einen Platz zu finden. Gell? Und jedes Mal, wenn wir reinkommen, Penny hat dann immer gesagt, also ich bete für einen Platz. Wir kommen da rein, plötzlich da ist ein Platz. Also die ganze Zeit, kein Problem. Das macht unsere älteste Tochter auch immer. Die bietet auch immer einen Parkplatz, ja. Und kriegt immer einen. Gell? Und dann habe ich, also dann haben wir darüber geredet und ich habe gesagt, ach so, war so ein Quatsch. So ein Quatsch. Das ist alles nur mathematisch, nämlich, na, guck mal, so und so viele Plätze. Zufall. So viele Leute, ja, Zufall. Ja, also, ja. Come on. Und dann hat sie gesagt, okay, dann bete ich nicht drum. Ach so. Weißt du, kommt da ein Parkhaus rein. Und fahren und alles ist voll. Alles ist voll. Und wie lange warst du stur? Dann bin ich in die nächste Etage, nächste hoch und runter für eine halbe Stunde. Da habe ich gesagt, nee, da muss ein Platz sein. Jedes Mal auf jede Etage, nichts. Und ich war stur für eine halbe Stunde. Ja. Dann habe ich gesagt, ich habe gesagt, okay, jetzt gehen wir nach Hause. Ich habe die Nase voll. Und bin ich gesagt, okay, soll ich mal dann wieder beten? Und dann habe ich gedacht, okay, du machst dein Gebet. Plötzlich betet sie und da vor mir ist eine rausgefahren und ich bin reingefahren und ich habe gedacht, oh je, okay, du bete weiter für uns. Nee. Also manchmal ist es eine schöne Art, also wie Gott sagt, also du meinst, dass ich nicht in deinem täglichen Brot mit drinne bin? Ja. Come on, also ich bin da. Die Augen hat es zu sehen. Genau. Nee, ich finde es halt toll. Und es ist eine andere Art von Leben, wenn irgendwas ist, das Erste ist, dass man ins Gebet nimmt. Yeah. Weißt du nicht, dass man, oh, morgens habe ich meine 10 Minuten stille Zeit und dann für den Rest vom Tag oder so legt man sein Leben so für sich alleine. Nee, Gott kann in jeder Situation mit drin sein und er antwortet auch. Yeah. Und ich liebe Zeugnisse. Ah ja. Ich erzähle noch eins. Ich weiß gar nicht, ob es hundertprozentig passt, aber so am Sonntag haben wir on Zoom haben wir so ein Gebetstreffen. Weißt du, warst ja auch dabei. Und vielleicht ein Dutzend von uns. Und jetzt die Gebetszeit war jetzt halt. Ich hab jetzt nicht gedacht, oh, das war die tollste Gebetszeit, die wir jemals haben konnten oder so. Aber da war eine junge Frau dran, die wartet auf eine Herzoperation. Die kriegt ein neues Herz. Und die hat Flüssigkeiten in ihrer Hüfte gehabt und war in sehr großen Schmerzen. Und hat eigentlich nur mit Mühe hat es geschafft, überhaupt dran teilzunehmen. Hat gesagt, ah, ich will jetzt da nicht nachgeben. Hat riesen Schmerzen gehabt und hat gewusst, wenn das passiert, ist sie normal für 2-3 Tage fast wie gelähmt. Kann nicht gehen, ist furchtbar Schmerzen. Und dann beten wir
Und es ist eigentlich nur ein ganzes normales Gebetszeit. Und dann merkt sie so die Halbzeit im Gebet, auf einmal geht sie besser, sie sitzt besser, ja, und hat keine Schmerzen mehr. Ah ja? Und dann praktisch am Ende der Gebetszeit war das praktisch total geheilt. Aber. Und es ist praktisch den Tag danach auch noch. Es ist praktisch das, was sie gewusst hat, was normal immer kommt, ist nicht gekommen, ist eine Heilung passiert. Gott ist einfach gegenwärtig, der ist immer da, der heilt, der schaut nach einem. Man kann ihm vertrauen, man kann zu ihm beten. Und auch wenn man sich jetzt nicht immer furchtbar spirituell oder nahe fühlt, er ist da. Und man kann sich auf ihn verlassen. Also ich finde, das ist ein richtig schöner dass Gott im Alltag ist. Das ist ein schönes Mitnehmen für den Alltag. Ja. Also diese Geschichten, dass wir dann irgendwie die sammeln und sagen, ja, das ist ja eigentlich so. Das finde ich auch toll. Ich erzähle dir nochmal. Ein Bonus. Und dann vor allen Dingen, das ist so ein bisschen eine Lehre. Manchmal verstehst du, Gott gibt dem Sohn das Fahrrad oder verstehst, du kannst sehen, dass Gott da ist, aber er beantwortet nicht immer deine größten Gebetsanliegen. Verstehst, was ganz an oberste Stelle ist, dass du vielleicht einen neuen Job kriegst oder so. Das braucht seine Zeit, aber dann so ein kleineres Gebet, das erfüllt er gleich, wobei denkst Gott, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich mir eigentlich das Größere lieber wünschen. Da kenne ich ein Zeugnis vom Pfarrer, der sitzt irgendwie so am Teich, da sind so Fische drin, so Zierfische oder so, und dann schwirren da ein paar Bienen rum, und dann fragt er sich die Frage, ich frage mich, ob solche Fische eigentlich auch Bienen essen. Weißt du? Sitzt er da und hat er halt die Frage, dann vor seinen Augen, hat den Gedanken gerade fertig gedacht, vor seinen Augen ist eine Biene, er nennt sie eine Kamikaze-Biene, stürzt in den Teich hinein, ich weiß nicht, ob die tot vom Himmel gefallen ist, stürzt in den Teich rein, dann kommt der Fisch und schlapp, ist die Biene, verstehst du? Und dann hat er gesagt, oh. Und auf einmal habe ich gewusst, dass es Gott gibt. Ich meine, Gott war da, hat die Frage beantwortet und es war irgendwie eine Erfahrung, hat er halt als eine Gotteserfahrung genommen. Aber er hat auch gesagt, er hat so wichtige Gebete oder so. Da manchmal bleibt die Antwort ein bisschen aus oder muss noch ein bisschen warten. Aber Gott ist da im Alltag. Okay, ich glaube, das Wichtige daran ist, dass man mit dem Kleinen anfängt, Gott in dem Kleinen zu sehen. Und danken dafür. Und dafür danken. Also, wir denken immer die ganze Zeit, oh, in dem Großen, also so große Fragen, warum ist da kein Frieden auf der Erde oder was weiß ich. Ja. Aber Gott sagt, also für dich, was ist denn besonders, also jetzt gerade, in diesem Moment, was ist besonders jetzt, damit ich was machen kann. Ja. Also, das ist eine andere Einstellung. Ja? Ja. Nämlich, Gott ist da nicht mehr die ganze Zeit da irgendwo oben auf was weiß ich und guckt runter zu uns. Der steht neben dir, der sitzt neben dir, der ist mit dir. Und die großen Fragen sind doch, gibt es Gott und ist er da? Ist er da für mich? Genau. Und liebt er uns? Ja. Oder ist er böse? Ja. Weil, okay, wir sind jetzt zwei Pfarrer, das ist die Corona-Krise und so. Die Gemeinde sind die ganzen Umänderungen und dann vielleicht geht es nicht jedem gut. Manche schlafen ein bisschen ein in ihrem Glauben. Es ist keine einfache Zeit, eine Kirche zu leiten momentan. Aber wenn jetzt die ganzen Zeugnisse kommen rein, also das macht es für mich, dann kann ich ganz klar sehen, Gott ist da und Gott liebt uns. Ja. Du kannst ihm vertrauen mit den größeren Sachen auch. Genau. Ja. Wenn er da ist in dem Kleinen, im Großen ist er schon so da. Ja. Ja. Und es ist ja auch ein Vater unser, verstehst du? Ja. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das sind so die großen Sachen. Und dann kommt sie und unser tägliches Brot. Und unser tägliches Brot, genau. Also, siehst du, dann kommt das von einem riesengroßen auf unserem Küchentisch. Ja. Und da, wo wir sind und was wir brauchen für diesen Tag. Genau. Ja, und ich meine, das ist unsere Ermutigung heute. Schaut einfach mal, Gott ist im Alltag und
Jeder, wir können das alle machen. Wir können ein kurzes Gebet sprechen, unser Herz auf Jesus richten und ihm darum bitten, was wir brauchen, und dann die Augen offen halten, weil er antwortet Gebet. Ja, Amen. Amen. Also, habt einen tollen Tag. Tschüss.